kurz nach drei. Und wir haben keinen einzigen Gewinner auf der Uhr. Die größten Verlierer sind momentan hier Lufthansa, werden wir gleich drüber sprechen. Und ein etwas freundlicherer Wert, den finden wir bei Adidas. Das war zwar auch im roten Bereich, aber an dem oberen Ende der DAX-Reihenfolge, wenn man das so sehen will. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße Giovanni Ciccivelli, unseren Experten hier für die Charttechnik. Und legen wir gleich sportlich los, Herr Ciccivelli. Adidas ist im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft vertreten. Das wussten wir schon seit ein paar Tagen mit Deutschland. Jetzt auch mit dem Gegner, mit Argentinien gleich zweimal. Was sagen Sie hier aus Sicht des Daytraders zum Thema Adidas? Ja, hallo Herr Groß, erstmal. Ja, die Adidas-Aktie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Adidas-Aktie immer nach Großeventen so ein bisschen runterkommt, dass der ganze Kurseinstieg immer vorweggenommen wird oder das Event vorweggenommen wird. Ja, wie Sie schon sagten, Adidas gehört heute zwar zu den Verlierern, aber eher doch noch zu den Gewinnern, weil sie somit am wenigsten verliert. Ja, also sie hält sich heute sehr stabil. Wahrscheinlich ist der Markt ganz froh drum, dass zwei Mannschaften mit Adidas Sponsoring im Finale stehen. Und vielleicht liegt es daran heute. Ja, wenn wir uns den Chart so ein bisschen anschauen, zwingt sich meiner Meinung nach jetzt aber nicht unbedingt ein Kauf momentan an. Die Adidas-Aktie ist leider so ein bisschen aus ihrem langfristigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen. In den letzten Monaten hatten wir auch einen seitlich gerichteten Trend. Den hat sie auch nach unten verlassen. Also ich bin momentan da nicht so für den Kauf, vor allem nicht, wenn die Märkte nicht mitspielen. Und es bietet sich meiner Meinung nach erst, wenn überhaupt, ein Kauf im Bereich der ersten Unterstützungen auf. Und die liegen so im Bereich von 68 Euro. Da würden Sie dann vorsichtig reingehen. Jetzt noch nicht. Wir sind ja so 4 Euro davon entfernt. So ein bisschen spekulativ auch nicht? Nee, ich würde da auch gar nicht reingehen. Ich persönlich, Sie wissen ja, ich bin Daytrader. Ich persönlich würde, wenn überhaupt, erste Position erst bei 68 aufbauen. Selbst das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, ich achte auch ein bisschen immer auf den Gesamtmarkt. Und eine Adidas-Aktie kann sich halt nun mal solchen Märkten, die wir heute sehen, auch nicht entziehen. Definitiv 68 Euro ist so ein erster Punkt, wo wir reingehen könnten. Aber auch nicht mit der vollen Position. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Anderer Wert, den Sie heute mitgebracht haben, Lufthansa. Da sehe gerade, ich habe hier die falsche Reihenfolge bei mir anliegen. Ich habe jetzt Bilfinger, den ehemaligen Baukonzern, jetzt der Dienstleistungskonzern. Mach mal damit weiter, ist überhaupt kein Thema. Bilfinger verlieren auch heute in diesem schwachen Gesamtmarkt relativ kräftig nochmal. Da geht es 1,80 Euro nach unten, fast 3%. Das erinnert ja fast an das Thema Gewinnwarnung. Wann würden Sie sich für Bilfinger interessieren? Ja, ich dachte ja schon in den letzten Tagen, dass Bilfinger, nachdem sie ja ihre starke Gewinnwarnung gebracht haben und so stark gefallen sind, sich jetzt so langsam im Bereich von den 70 Euro stabilisieren. 70 Euro, das war so eine Widerstandslinie, beziehungsweise, Entschuldigung, Unterstützungslinie im Jahreschart. Aber leider, wahrscheinlich auch dem Gesamtmarkt geschuldet, konnte diese nicht verteidigt werden, sondern wir sind nach unten ausgebrochen. In dem Bereich 70 Euro haben wir nach unten verlassen. Ja, und die nächste Unterstützung kommt halt jetzt leider erst bei 60 Euro. Bis dahin hat die Aktie leider Luft nach unten, auch im langfristigen Aufwärtschart seit Mitte 2010, den haben wir nach unten verlassen. Und ich sehe da wirklich keine Marken charttechnisch, bevor nicht die nächste Unterstützung kommt, und die ist bei 60. Bis dahin hat die Aktie wohl noch Luft nach unten. Sehr viele Analystenkommentare hat es zu der Aktie gegeben. Die haben natürlich alle ihre Kursziele nach unten geschraubt und Kaufempfehlungen zu, teilweise in Verkaufsempfehlungen revidiert. Und ja, was machen? Also ich würde auch bei dieser Aktie noch nichts machen und erst, wenn überhaupt, im Bereich von 60 bis 62 Euro aktiv werden. Jetzt sind Sie ein Mann, der nicht erst seit gestern hier in dieser Branche tätig ist. Mal so unter uns, so ein Absturz von 84 in einem Tag, in einem Rutsch auf 70. Also da geht es fast 20% nach unten. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Und den nächsten Tag noch einmal oder die nächsten Tage noch einmal fast 10 Euro. Bei einem Wert, der in einem großen Index gelistet ist, hat man auch nicht alle Tage.
Ja, also intraday-technisch ist es natürlich schön, ja. Also ich als Daytrader habe es gewusst hätte vorher sozusagen dann, ja. Ja, natürlich, genau. Wenn man sowas gewusst hätte, wäre das natürlich super, aber wir haben alle keine Glaskugel. Das heißt, wir können alle erst reagieren bei der News und am Tag der News zur Gewinnwarnung habe ich versucht, die Aktie natürlich zu handeln. Hatte ich natürlich an so einem Tag extrem viel Bewegung und man handelt die Aktie. So, jetzt ist die auf 70 gefallen. Es verleitet zwar so ein bisschen zu kaufen, weil man denkt, hey, ist jetzt stark gefallen und wir sind wahnsinnig viel und das alles an einem Tag. Aber da muss man kühl bleiben, da muss man rational bleiben und sagen, okay, jetzt erstmal ein bisschen abwarten, die ganzen Analystenkommentare, die dann die Tage drauf immer folgen, sich erstmal ein bisschen anhören, die Aktie muss sich beruhigen, große Adressen oder große Fonds schauen sich das Ganze auch erstmal an, treffen dann ihre Entscheidungen auch erst in den Tagen darauf, ob sie in der Position bleiben, ob sie vielleicht nachkaufen oder geschweige denn sogar verkaufen. Deswegen sollte man sich das immer erst so ein bisschen anschauen und dann erst reagieren. Aber ich verstehe Sie richtig, Sie haben versucht zu handeln, Sie haben sie gehandelt, sind Sie rein bei 70 und haben am Stopp dann gesetzt? Wo? Nein, ich habe am Tag der News die Aktie geschortet und bin sogar noch zu ganz guten kurzen Short reingekommen und dann sogar zur Eröffnung auf Xetra, die dann um einiges tiefer noch war als der vorbörsliche Short, also vorbörslich vor Xetra-Start. Dann die Position wieder geschlossen und den Short beendet. Ja, und im umgekehrten Fall, wenn Sie sagen, jetzt sind wir doch bis 70 gefallen, dann muss ich es ein bisschen auferzählen. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ich habe jetzt hier bei 70 einen Kringel gemacht, weil ich erkenne jetzt hier im Jahresstart, dass doch einige hier auf die Gegenbewegung gewettet hatten. Waren Sie dann dabei? Ich habe auch auf die gewettet, habe mich auch long positioniert mit einem sehr engen Stop. Entweder klappt das und die Gegenbewegung tritt sofort ein oder, was ich vorhin schon gesagt habe, andere entscheiden, größere Adresse entscheiden, dass sie leider noch mehr Aktien dort um den Niveau verkaufen. Es ging nach unten, die 70 hat nicht gehalten und dann muss man auch wirklich konsequent sein und sofort sich ausstoppen lassen und aussteigen. Was haben Sie gemacht mit Südzucker? Da gab es heute Morgen Zahlen. Damit ist im Prinzip auch schon wieder hier hierzulande die Bilanzsaison am Rollen. Und ja, wieder einmal ein fast bekanntes Bild hier bei den Südzuckerzahlen. Obwohl ich sagen muss, sie sind zwar schlecht ausgefallen, aber wohl nicht ganz so schlecht wie befürchtet. Die Aktie war zunächst mal doch relativ kräftig im Plus, aber rutscht jetzt dann auch wieder ab. Kleiner Verlierer hier mit gutem Drittel Prozent. Was haben Sie hier mit der Aktie gemacht? Ja, die Südzucker, die ist eigentlich also auf meinem Kurszettel momentan sogar noch im Plus. Die war heute schon über 5% im Plus. Heute Morgen kam die News, sie haben Quartalszahlen veröffentlicht und die sind sogar einen Tick besser ausgefallen wie die Erwartung. Der Umsatz war zwar schlechter, aber darauf, worauf es ankommt, der Gewinn, den haben sie übertroffen. Und da hat der Markt, man kann so schön sagen, so richtig aufgeatmet. Ja? Also die Aktie hat heute Morgen einen Schub bekommen. Ich bin sofort rein bei um die 15,15 Euro. Und dann ging es heute Morgen auch auf knapp 15,70 Euro hoch. Jetzt mittlerweile hat die Aktie die Gewinne abgegeben. Sie kann sich dem Sog des Allgemeinmarktes heute natürlich auch nicht entziehen. Letztendlich aber zählt bei der Südzucker einfach eins. Diese ewig und ständigen schlechten News der Vergangenheit, die scheinen jetzt erstmal so ein bisschen gebrochen und Analysten meinten auch schon, ja, sie waren ein bisschen überrascht, die eigenen Gewinnschätzungen wurden heute übertroffen in der Südzucker. Mal abwarten, wenn sich die Märkte in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen erholen und nach oben absehen, dann dürfte die Südzucker meiner Meinung nach überproportional damit nach oben laufen. Aber jetzt nochmal, Sie sind heute früh rein, 7.15, 15 hatten Sie gesagt. Wo hatten Sie Ihren Stopp dann gesetzt? Weil wir sind ja aus dem Stand angesprochen. Nicht 7.15, sondern 15.15 bin ich eingestiegen. Ja. Mein Stoppkurs war leicht zu den Schlusskursen des Vortages, also im Bereich von 14,90 Euro war mein Stoppkurs. Und ich habe dann auch ganz schnelle Gewinne mitgenommen, habe knapp 40 Cent in der Aktie mitgenommen und dann war ich schon wieder draußen. So schnell geht das, da muss man natürlich hellwach sein und auch das entsprechende Equipment dann seinen eigenen. Da geht man kurz mal diese schnelle Bewegung mit und dann ebenso schnell wieder raus. Giovanni Ciccivelli, unser Daytrader, am heutigen Tag wieder zu Gast. Danke sehr für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, ciao.